Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Magic Maze Kids. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Hier sehen wir nochmal die Verpackung Magic Maze Kids. Und es gibt sogar ein Magic Maze für Erwachsene, was etwas schwieriger ist. Das wurde übrigens im Jahr 2017 nominiert zum Spiel des Jahres. Am Ende hat es nicht ganz gereicht. Jetzt ist es aber toll, dass es eine Ausgabe gibt für Kinder ab 5 Jahre. Und der Elias ist 6 Jahre. Elias, das Ungewöhnliche an dem Spiel, muss ich da würfeln? Muss ich da irgendwelche Karten ziehen? Nein. Was ist das ganz ungewöhnlich, bevor ich noch ins Detail gehe? Hier, wir haben jetzt einfach mal laufen. Laufen. Und wie? Darf ich da einfach so laufen? Nein, ich darf nur links und rechts und Papa darf nur hinten und vorne. Nach vorne und nach hinten laufen. Und zwar darf ich jede Figur bewegen, die auf dem Spielplan ist. Und da gibt es verschiedene Aufgaben. Das heißt, also ich darf nicht zum Beispiel nach links, ich darf aber nach oben oder nach unten. Der Elias darf nur nach links und nach rechts. Ich darf so und so darf ich nicht gehen. Genau. So, und jetzt zeige ich das ganz kurz und dann zeige ich euch auch einige Spielsequenzen, wie das Ganze abläuft. Wir haben eine große Anleitung, keine Sorge, so schlimm ist das nicht. Und hier wird am Anfang auch angegeben, dass wenn man zu viert spielt, jeder so eine Pfeilkarte bekommt. Und hier ist noch ein Norden. Und mit einem Pfeil und das ist hier auch, dass das der Pfeil immer so zeigen muss. Sehr gut. So, und spielt man zu dritt, dann bekommt ein Spieler zwei Richtungen angezeigt. Und wir spielen ja zu zweit. Jeder bekommt also zwei Richtungen. So, und damit das Ganze, man sieht es ja hier mal aufgebaut. Hier, das ist übrigens super gemacht in der Anleitung. Also wirklich top, da kommt man schnell klar. Damit man nicht gleich überfordert wird für das Spiel, bei dem Spiel, weil das ist natürlich schon ungewohnt, gibt es hier verschiedene Lernspiele. Das heißt, man es geht gibt die 1, 2, 3. Genau, verschiedene Spielplanzeiten. 4. Das heißt, man geht die Lernspiele durch und dann kommt man zum kompletten Spielplan A, den wir jetzt auch hier liegen haben. Dann gibt es weitere Lernspiele, dann kommt man auf Spielplan B. Dann kommt weitere Lernspiele, dann kommt man auf C. Dann kommt man auf ein weiteres Lernspiel und D. Und dann kommt sogar noch die Zeit ins Spiel, dann wird es richtig schwierig. Und dann gibt es natürlich noch weitere Herausforderungen, die man spielen kann. Genau, der Elias blättert mal um. Das war ein trickes Buch, muss man wirklich sagen. Das ist Französisch, das heißt, das Spiel gibt es in etlichen Sprachen übersetzt. Und deswegen ist die Anleitung auch so dick. Also keine Sorge, das war jetzt alles. Und ihr müsst nur die erste Seite lesen. Und dann schaut ihr schon nach den Lernspielen. Und dann könnt ihr schon beginnen. Und wir zeigen euch jetzt einfach mal das ein oder andere Lernspiel. Wir sehen hier, wir haben die Seite gewählt und wir haben hier verschiedene Lernspiele unterteilt und auf der Rückseite ist dann das richtige Spiel. Und bevor wir loslegen, hier sieht man übrigens Spielplan A, den drehen wir um. Da sind die ganzen Lernaufgaben hinterlegt und es gibt natürlich noch viele weitere Pläne, in dem Fall drei weitere mit B, hier C ist B. und D. Ja, hier ist C. Und hier ist D in dem Fall. Und das haben wir alles schon gespielt. Und jetzt zeigen wir euch natürlich nochmal in einzelnen Sequenzen, wie wir da rangehen an das Spiel. Und wir fangen erst mit den einzelnen Lernspielen an, damit man natürlich auch, ja, der Elias kennt schon die Lernspiele, wir haben schon so oft gespielt. Und dann, genau, er kann das nämlich nicht fahren, er wartet nämlich auf den Papa. Halt, du musst erst fahren. Und dann schauen wir mal, ja, wie das Ganze abläuft. Und ihr merkt schon, ohne dass ich jetzt hier die Aufgabe gelesen habe, das heißt, wir haben schon das Lernspiel 1 geschafft. Das kennt ihr hier schon in- und auswendig. Das haben wir hier angegeben. Ich hoffe, man sieht es hier. Genau, hier auf dieser Seite ist das erste Lernspiel. Und so schnell geht's. Und dann sind wir schon bei Lernspiel Nummer 2. Aber wir zeigen euch natürlich auch nachher ein komplettes Spiel. Keine Sorge. Und der Elias ist übrigens in dem Spiel richtig schnell. Das Spiel, also für Erwachsene, da muss ich auch immer überlegen. Aber der Elias ist echt von der Koordination sehr schnell. Und jetzt haben wir auch schon das Lernspiel 2 erfüllt. Man merkt hier, ich darf nur diese Kärtchen, diese Figuren benutzen, wenn ich nach Norden noch Süden will. Das ist ganz wichtig. Es kommen natürlich jetzt noch weitere Figuren ins Spiel. Oh, Elias hat es im Kopf. Und das wird ja auch hier angezeigt. Das heißt, die Figuren dürfen nicht übersprungen werden. Und der Elias sagt immer dann, das werdet ihr nachher merken, der macht immer so ein Zock, Zock, Zock oder so, wenn ich wieder hier zu lange brauche.
Dann gibt er mir schon Hinweise, weil ich dann zu langsam bin. Oh ja, so, so, so. Ja, man merkt, wie schnell der Elias ist. Der ist 6 Jahre und er war sofort drin in dem Spiel. Das werdet ihr nachher feststellen, wenn man mit sehr vielen Figuren spielt. Und David haben wir schon Lernspiele 1, 2 und 3 erledigt. Das war jetzt wahnsinnig schnell. Aber jetzt gehen wir zum richtigen Spiel. Dann nimmt man wieder die Anleitung, Spielplan A, schaut drauf, was man machen muss. Und dann geht es quasi in das erste Spiel. Und für die Einzelspiele brauchen wir zusätzliche Karten. Hier gibt es übrigens noch die Übersichtskarte. Die brauchen wir. Die brauchen wir später, je nachdem noch. Wobei das meiste kennen wir noch. Und hier kann man mit mehr oder weniger Karten spielen. Das heißt, es wird hier angezeigt, wohin wir mit unseren Figuren fahren müssen und die Ziele erfüllen, bevor wir quasi die nächste Karte aufdecken dürfen. Und das geht jetzt schon beim ersten Spiel so zur Sache. Das heißt, bei Spielplan A benötigen wir schon Karten für das Spiel. Das heißt, wir müssen gewisse Ziele erfüllen, weil wir müssen alle Ziele erfüllen. Haben wir die erfüllt, dann küssen wir quasi den Frosch wach. Das heißt, die ganzen Marker kommen dann hier rein, die rühren hier rum und wir haben dadurch den Frosch geküsst und dann werden wir quasi zum König bzw. der König erwacht. Herzlich willkommen, Alina. Alina ist als Unterstützung dabei. Die Alina ist ja 4 Jahre, der Elias ist 6 Jahre. Der Elias kann das so super spielen. Die Alina, die lernt das jetzt erst langsam. Deswegen drehe ich das ganze Jahr mit dem Elias. Der Elias, was macht er jetzt schon? Deine eindeutige Handbewegung. Wie machst du immer, wenn ich nicht beikomme? Genau. So, Moment, Elias. Wir müssen jetzt erst einmal die Karte umdrehen. Ist die überhaupt hier drauf? Hoffentlich sieht man die. Das heißt, wir müssen jetzt diese Ziele ansteuern. Die legen wir jetzt hier hin. Nur die 2. Ja, die 2. Und dann, wenn wir sie erfüllt haben, dann kommt die auf die Seite. Das macht meistens die Alina. Und dann kommen wir zur nächsten Karte. Und ich dränge meistens die Sanduhr um. Die Sanduhr. Und den Topf. Genau, aber soweit sind wir noch nicht. Wir sind erst bei Aufgabe A. So, und ich bewege mich. Und ich bewege mich hierhin. Man merkt, ich darf nur bewegen, wo ich hier. Und wir wissen, die muss hierhin. So, und der muss hierhin. So, der Elias ist schon so schnell. Der weiß genau, wo wir hin müssen. Ja, ja, ihr seid so schnell in dem Spiel. Oh, nee, ich gehe wieder hier rüber. Das darfst du nicht übrigens. Mai, Mai. So, ich gehe hier hoch. Jetzt ist er wieder zu schnell. So, ich gehe runter. Man merkt, wie schnell der ist. Und wir haben es erfüllt. Mach du das, weiter. Ich weiß. Ich komme ja nicht an den Topf. Ich kann das mal. Ja, du kriegst den Topf wieder. Elias hat ihn rübergestellt. Okay, der wollte wahrscheinlich. Und wir haben schon die Aufgabe erfüllt. Das heißt, diese Karte haben wir schon erfüllt und wir gehen zur nächsten Karte. Übrigens, wir spielen Aufgabe A ohne Zeitstress. Das heißt, ohne Zeitstress. So, und hier, Alina, jetzt. Alina hat genug gerührt jetzt und es wird der König. Und das war Aufgabe A. Willkommen bei Lernspiel Nummer 4. Bevor wir haben übrigens den Spielplan gewechselt. Das heißt, bevor wir umdrehen und den Spielplan auch gewechselt. Ja, bevor wir Spielplan B spielen, spielen wir wieder die einzelnen Übungsaufgaben. Und das kann man beim Großen, beim Kleinen auch spielen als Variante. Wir tauschen jetzt die Karten. Das sorgt für den einen oder anderen Spieler für totale Verwirrung. Der Elias mag das übrigens, weil er nicht jedes Mal rechts, links will. Für mich ist es verwirrend, weil ich das schon gewohnt bin, oben nach unten zu fahren. Und das ist natürlich eine Herausforderung. So, beim Lernspiel 4, 5, 6 geht es darum, insbesondere hier, die, ja, in dem Fall haben wir hier verschiedene Figuren. Hier haben wir den Greif, den aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise die können sich oft nur in diesem Raster bewegen. Man sieht es hier, wir zeigen euch jetzt alle Aufgaben. Das heißt, die können sich nur in dem Raster bewegen. So, das heißt, ich gehe jetzt hierhin und hierhin. Und Aufgabe ist es, in dem ersten hier rüber zu fahren. Genau. Genau, so, merkt ihr es und damit haben wir es erfüllt. Wir haben jetzt bisher die A-Karten genutzt, es ist wirklich sehr gut gemacht. Für die Aufgaben B, C, D, für die Spielpläne brauchen wir natürlich die Karten und da nehme ich auch wieder 3 Karten. Übrigens, wie gesagt, wenn ihr es schwerer machen wollt, nehmt mehrere Karten, spielt es gegebenenfalls auf Zeit. Das wird alles in der Anleitung angegeben, um auch den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Ihr merkt, es wird anspruchsvoller. Wir haben jetzt alle 4 Helden auf ein zufälliges Feld platziert. Ja, hier diese 3, die stehen uns im Wege. Und jetzt müssen wir auch noch 3 Aufgaben erfüllen, ohne Stress. Wir haben noch nicht diese Sanduhr im Spiel, die Alina dann gerne umdreht. Nein, wir wollen jetzt noch keinen Stress. Sonst sind die Kinder, wie gesagt, gleich wieder überfordert oder frustriert. Wir spielen das noch so. Es ist schon eine Aufgabe.
weil jetzt haben wir auch wieder verschiedene Aufgabenkarten. Jetzt müssen wir überlegen, aha, die zwei müssen sich treffen. Das haben wir übrigens vorne im Lernspiel gelernt. Genau, quasi gelernt. Und wir wissen jetzt, was wir umsetzen müssen. Du kannst schon gar nicht mal warten. Moment, die müssen sich treffen. Wer muss sich treffen? Ja, ich weiß. Du bist so schnell. Ah, nee, das darf nur ich machen. Ja, ich weiß, so willst du rüber. So, jetzt gehe ich aber hier rüber. Das darf ich nicht machen. Genau, sie treffen sich. Wir kriegen jetzt praktisch hier das Kleeblatt. Das wirfst du rein in den Kessel. So, was müssen wir jetzt noch machen? Spinnennetz. Wo ist denn das Spinnennetz? Ach, ja, ich hab's nicht gesehen, Elias. Wo willst denn du wieder hin? Wo ist denn das? Ah, das da. Fläschchen reinwerfen. Damit haben wir das auch erfüllt. Gut umrühren. Und draufwerfen und umdrehen. Und damit haben wir B erfüllt. Man merkt, wie schnell das geht. Das geht richtig flott. Jetzt sind wir bei Lernspiel 7 angekommen. Und das, was der Elias eigentlich vorhin schon anwenden wollte, weil er es schon kennt, sind die Fähigkeiten der einzelnen Helden. Jetzt fangen wir mit dem... Genau, und was kann der Held machen? Der kann hier über den drüber gehen. Genau. Dafür muss das hier hin, darf der hier nachhüpfen. Und dann probieren wir das mal aus, ob wir das schaffen. So, wir sind jetzt auf dem Spielplan C angekommen. Es geht wirklich sehr schnell und man merkt, es wird immer schwieriger. Jetzt können wir nämlich die vier... Aktionen, die Fähigkeiten der Helden im Spiel einsetzen. Okay. Ja, das hätte ich machen müssen. So rüber. Ah, du nimmst sie ein. Okay. Wo muss der hin? Die müssen sich treffen. Ja, so. Ja. Oh, Moment. Die muss erstmal hier rüber. Rühren und dann auf den Frosch schütten. Ja. Moment, sie hat noch nicht drauf geschüttet. Noch hat er sich nicht verwandelt. Flop! Und jetzt wird er zum König. Wir sind bei Lernspiel Nummer 11. Wir spielen noch nicht die Spielplanseite D auf der Rückseite. Jetzt beginnt der Stress. Warum haben wir jetzt Stress ab sofort, Elias, in dem Spiel? Weil wir müssen mit dem hier hin, danach müssen wir mit... Das Plättchen kommt dann hier hin. Danach muss er von hier hin, muss er von hier hin und von hier hin. Danach haben wir gewonnen. Und das Ganze auf Zeit. Das heißt, es wird jetzt zu Beginn gleich die Uhr umgedreht, die Sanduhr umgedreht. Keine Sorge, es ist genug Sand hier drin. Dennoch kann man natürlich durchaus Fehler machen. Der Elias macht es mir gleich noch schwerer. Er tauscht schon wieder Kärtchen. So, das könnte übrigens auf Viererrunde ist das ein richtige Gaudi. Das verspreche ich euch. Genau. So. So. Genau. Und die Sanduhr wird umgedreht. So, und jetzt haben wir ein kleines Problem. Jetzt müssen wir nämlich noch mehr Gas geben, weil nicht so viel Sand in der Uhr ist. Das heißt, jetzt wird es natürlich noch mal schwieriger. Jawohl. Und genau, der wird hier hingelegt. Jetzt wird es wieder glücklicherweise umgedreht. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit. Wir sind beim Spielplan D angekommen. Jetzt wird es schwierig. Wir haben wieder drei Aufgabenkarten, die drehe ich noch um. Wir haben jetzt alle Figuren im Einsatz. Wir haben die Sonderfähigkeiten. Wir haben die Zeit, wo natürlich uns zum Problem werden kann. Allerdings ist das jetzt so. Wir müssen das innerhalb der Zeit schaffen. Wenn uns die Zeit davonläuft, das heißt, die Sanduhr ist fast abgelaufen, müssen wir versuchen, mit einer Figur hier Alina hinzukommen. Alina hat das gut gemacht, Alina dahin, danach hat ja, die das Figur wusste, genau. dahin, dann hat sie aber, die ganze Das ist gut, aber wir müssen noch die Aufträge erfüllen. Ja. Das heißt, wir müssen uns mit allen Figuren bewegen. Wenn wir aber merken, die Sanduhr läuft ab, laufen wir mit einer Figur hier zur Sanduhr. Der Marker wird weitergesetzt, die Sanduhr wird umgedreht und das Ganze natürlich, Moment Elias, das Ganze mit drei Aufgaben. Wenn man das schwieriger machen will, nimmt man mehr Aufgaben. Es gibt Möglichkeiten mit der Zeituhr. Man darf keine Fingerbewegung machen im Spiel. Man darf sich überhaupt nicht unterhalten. Das ist alles Möglichkeiten, um dieses Spielplanteil D noch etwas schwieriger zu gestalten. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal, wie es uns diesmal geht. Hier das Magische. Sollen wir das machen? Oh ja, komm, die magische Fähigkeit nutzen wir jetzt. So. Und auch geschafft. Jawohl. Und Moment. So. Wenn wir jetzt ein Problem gehabt hätten, dann wären wir hier drauf gefahren und hätten die einfach umgedreht. Wir haben es aber innerhalb... Wow. Und damit haben wir das Spiel gewonnen. Super, Alina.
Jetzt haben wir es gespielt, Magic Maze Kids. Übrigens, das Magic Maze gibt es ja auch für Erwachsene, wie ich am Anfang gesagt habe. Und ich glaube, mit Elias kann ich das bald spielen. Aber ich glaube, er dreht durch, weil ich so langsam bin. Weil das Ganze ist viel stressiger mit Erwachsenen. So, die erste Frage, Elias. Wie findest du denn das Cover, das Bild? Gut. Und die Alina auch. Findest du das schön? Ja, und ich finde toll, das mit der Schnelligkeit. Aber das ist stressig, oder? Ja. Aber nur bei dem letzten, oder? Beim letzten ja, aber das ist auch gut, dass da auch Sachen so Fähigkeiten, dabei sind. Dass die Heldenfähigkeiten. Das ist dann ein bisschen besser. Kann man sich das überhaupt merken, die ganzen Fähigkeiten? Also ich kann mir die Fähigkeiten merken, nur das nicht. Okay, dafür liegt das ja auch die Karte dabei. Das denke ich immer, das ist ein Schutzschild, so ein dass Schutzschild. Man sich wehrt. Okay, so, und es sind ja wirklich eine Menge Aufgaben hier auf jeden Fall. Alina, wie findest du das Cover an sich? Super. Und, wie macht es dir auch Spaß? Ja, mit den Karten. Und das finde ich frech, dass der Elias immer die Karten tauscht. Dann kann ich mir die Richtung merken. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, ihr spielt zu viert und die Karten liegen so. Und ihr spielt zu viert und jeder darf nur nach, der Spieler darf hier nur nach unten. Oder der Elias darf nur in diese Richtung. Was glaubt ihr, wie der Elias hier zittert? Weil er will natürlich mitagieren, er muss warten. Und dann fahrt der andere in eine komplett andere Richtung. Ihr könnt es euch vorstellen, wir haben es jetzt nur euch demonstriert, zu zweit, wie verrückt das Ganze ist. Und Alina, die Sandu ist super, oder? Ich glaube, du hast sie schon lieb gewonnen, oder? Zum Schluss will ich natürlich nochmal die Anleitung erwähnen. Die ist auf dem ersten Blick sehr dick, aber ihr habt gemerkt, man ist so schnell in dem Spiel drin und das macht richtig Spaß. Allerdings muss man auch anmerken, der Elias ist 6 Jahre, er ist auch sehr fit. Ich hätte mir natürlich noch viel mehr Aufgaben gewünscht. Weil wie gesagt, irgendwann ist man auf Spielplan D angekommen, dann kann man natürlich die zusätzlichen Herausforderungen noch nehmen, aber ehrlich gesagt, ich hätte mir noch ein paar Aufgaben mehr gewünscht. Also jetzt nicht D, also E, F etc. Aber mehr Möglichkeiten mit weiteren Spielplänen. Vielleicht kommt das mit einer Erweiterung. Übrigens, Magic Maze bringt auch eine Erweiterung raus oder ist zum Zeitpunkt des Videos auch schon verfügbar. Also das nochmal als Hinweis, weil man muss immer anmerken, es ist eine Kids-Version. Und wer das Spiel gut beherrscht, der kann natürlich auch irgendwann das große Magic Maze spielen. Und ich glaube, der Elias braucht gar nicht mehr so lange. Beziehungsweise er hat schon fast das Alter. Auch wenn er zu klein ist, zu jung ist, mit ihm kann man natürlich auch schon die Erwachsenenversion spielen. Und hier geht es ja nur darum, das Ganze für Kids zu gestalten. Und das ist insgesamt gut gelungen, oder? Ja. Und das Alter ab 5 passt auf jeden Fall. Die Alina ist 4, ist auch, also 5 passt, weil die Alina... Aber 6 auch. 6 passt auch. Und ab 7, ab 8, da kann man natürlich schon das große Magic Maze sich holen. So, ich denke, das waren alle Infos zum Spiel. Was wollt ihr noch sagen zum Abschluss? Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch oder ein Abo von meiner Seite. Sag ich mal tschüss. Tschüss. Mach's gut. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.